Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe übrigens was an. Ich bin nicht nackig, auf keinen Fall. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr das einmal nachholt und im Video einen Daumen nach oben da lasst, falls es euch gefällt. Und wir starten mit etwas ganz Besonderem für mich. Denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, bin ich in die Niederlande ausgewandert. Jetzt aber derzeit wieder in München zu Besuch über meinen Geburtstag und tatsächlich sehr spontan etwas länger, weil das mit den Corona-Maßnahmen und allem möglichen kompliziert ist zu reisen. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir jetzt wieder hin und her reisen, bleiben wir jetzt erstmal ganz hier. Und nach meinem Geburtstag in April geht es wieder zurück nach Amsterdam. Und ich war nach wirklich sehr vielen Monaten mal wieder das erste Mal so richtig im DM. Bei mir ist es so, ich hatte schon mal wirklich eine Zeit hier auf YouTube, ich glaube 2017, 2018, wo ich super, super, super viel im DM shoppen war und hunderte von Euros dort ausgegeben habe, um halt auch immer wieder irgendetwas für Videos zu haben. Und das ist bei mir ganz schon lange nicht mehr so der Fall. Sprich, wenn ich in den DM gehe, kaufe ich wirklich die Dinge, die ich brauche. Und genau so einen Haul gibt es heute von mir. Es sind aus Versehen einige Neuheiten zwar auch mit reingerutscht, die den einen oder anderen vielleicht interessieren könnten, ne? Aber im Großteil tatsächlich einfach nur Produkte, die ich gebraucht habe und die ich unbedingt haben wollte. Ja, genau. Also ganz viel Spaß bei diesem DM-Haul. Die Tüte stelle ich jetzt mal neben mich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einem Peeling. Und zwar habe ich in Amsterdam kein Peeling, kein bezahlbares Peeling gefunden. Ne? Es ist sehr teuer, also die Drogerieartikel in Amsterdam sind sehr teuer. Deswegen freue ich mich wieder hier zu sein und DM einkaufen gehen zu können. Von Aurinique, oder wie man die Marke ausspricht, habe ich mir ein Zucker- und Ölpeeling mitgenommen. Und zwar natürlich, weil da Thailand-Peeling draufsteht. Richtiges Verpackungsopfer mal wieder. Es riecht aber auch so unheimlich gut und ich kann sogar schon Feedback geben. Ich habe es nämlich schon frecherweise ausprobiert und zwar ist das wirklich sehr ölig. Ich habe unbedingt ein Peeling gebraucht, weil meine Haut sich sehr gepeelt hat, sehr trocken und schuppig war, in den Beinen vor allem. Und dieses Peeling ist, wie es schon sagt, ein Ölpeeling und es ist sehr ölig. Also hier sieht man auch, da ist wirklich so eine richtige Ölschicht drauf. Und es musste einfach mit. Die Haut ist danach sehr ölig, also in der Dusche noch. Was ich dann nochmal gemacht habe, weil ich dieses ölige Feeling nicht so sehr mag, also wenn es wirklich auf der Haut so ölig bleibt, mag ich nicht so. Ich habe mich einfach nochmal mit einem Duschschaum abgeduscht und dann war das aber auch weg und meine Haut wirklich Babypopo weich und ja, ich bin sehr begeistert von diesem Produkt, kann ich sehr empfehlen. Passend dazu habe ich ein Duschgel gebraucht und da habe ich dann auch das von derselben Marke aus derselben Reihe mitgenommen und zwar das Pflegedusche mit Mandelmilch, natürliche Feuchtigkeitsbalance mit Orangenblüten und Bambus, auch wieder im Thailand-Feeling. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert. Riecht genauso wie das Peeling sehr, sehr gut, sehr fruchtig, obviously mit Orangenblüte. Ja, aber wirklich, schaut euch mal an. Hiermit hat, glaube ich, der Fabi mich angefixt. Wer mir auf Instagram folgt, wer das übrigens noch nicht tut, darf das gerne einmal nachholen. Der weiß, dass ich mir Selbstbräuner bei Venice Body oder Venice gekauft habe mit einem Influencer-Code. Also ich habe keine bezahlte Partnerschaft mit denen. Und ich kann sagen, dass ich tatsächlich von den Produkten Pickel im Gesicht bekommen habe. Also hier am Mundwinkel, hier unten, habe ich wirklich Unreinheiten bekommen, die bis heute noch da sind. Und ich habe das bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 2 Wochen gar nicht mehr verwendet. Und das gefällt mir halt persönlich überhaupt nicht. Außerdem ist es sehr teuer. Ich fand das zwar wirklich gut. Es war nicht streifig, es war überhaupt nicht orangestichig, es hat nicht gestunken. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es für mich persönlich einfach zu viel Geld, was ich da ausgegeben habe. Jetzt habe ich mir von St. Moritz den Tanning Mousse gekauft in der Farbe Dark. Wir wollen es ja hier ordentlich krachen lassen, ne? Und ich glaube, der Fabi benutzt den immer und der ist immer sehr begeistert damit. Genau, deswegen, der musste mit, weil ich bin nämlich richtig Käse. Da muss mal wieder was aufgetragen werden. Und dazu habe ich mir von Sundance einen Applikationshandschuh zur Selbstbräunung mitgenommen. Ich habe einen schon von Venice Body in Amsterdam, aber leider ja jetzt nicht dabei. Deswegen habe ich mir den einmal nochmal gekauft von Sundance. Meine Anfangsschwierigkeiten mit der Marke Alverde, glaube ich, kennen all die Leute, die mir wirklich schon etwas länger hier auf YouTube folgen. Ich habe auch mal ein Naturkosmetik-Video gemacht, wo ich Lavera und Alverde auf meinen Gesichtshälften miteinander vergleiche und die Produkte gegenüberstelle. Das verlinke ich euch gerne nochmal am Ende des Videos. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich brauche eine Körperbutter, ja, und ich hätte eigentlich gerne eine, die vegan ist tatsächlich, aber
Ja, und bin dann über diese hier gestolpert. Ich habe mich dann hier für diese Körperbutter mit Bio-Macadamia-Nuss- und Bio-Karité-Butter, wenn man das so ausspricht, entschieden, für sehr trockene Haut. Denn die habe ich tatsächlich vor allem an den Beinen, furchtbar, also so trockene Haut. Und hier kann ich auch schon Feedback geben. Ich habe die nämlich auch schon ausprobiert. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr cremig. Also sehr cremig. Und ich zeige euch das jetzt einmal hier am Arm. Denn das ist so das einzig Negative, was ich euch sagen kann. Seht ihr das? Ja, die Creme pflegt gut. Also die Haut ist auf jeden Fall schön gepflegt danach. Aber die ist immer noch weiß. Es ist immer noch weiß. Es dauert so lange, bis man alles in die Haut einarbeitet hat, Leute. Und viele Zuschauer haben mir auf Instagram auch schon geschrieben, kauf dir keine Körpercreme von Alverde, die ziehen nicht ein. Und ich weiß halt, ich will es immer wieder eine neue Chance geben. Und das Ergebnis, es riecht wirklich gut, es pflegt schön, es zieht, geht so ein, also so mittelschnell würde ich sagen, aber es dauert halt so lange, bis so eine Partie eingecremt ist. Und ich habe wirklich nur so zwei kleine Fingerspitzen genommen für meinen ganzen Arm. Und es ist halt sehr streifig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es gesehen. Und ja, so ein Mittelprodukt, würde ich sagen. Ist gut. Das werde ich bestimmt schnell aufbrauchen, weil ich sehr trockene Haut habe. Aber ja, mich stört das halt, dass ich das so lange einarbeiten muss und das halt nicht direkt so wupp weg. Ich hatte zum Beispiel schon Körperbutter. Die war ein bisschen schneller als die hier. Ich mache direkt weiter mit einem Produkt von Garnier. Und zwar folge ich dem Leon, heißt der, glaube ich. Er ist ein Mann, der sich sehr, sehr gut mit Skincare, Inhaltsstoffen und Produkten auskennt. Und der hat letztens oder vor Wochen einen Post zu Sonnencreme verfasst. Ich habe jetzt auch meine Sonnencreme, die ich eigentlich verwende, die ist von Jungglück. Die habe ich in Amsterdam, die habe ich nicht mitgenommen. Und jetzt brauche ich aber eine für die Zeit, wo ich hier bin. Und da ich sehr aggressive Gesichtspflegeprodukte verwende, chemische Peelings, Retinolserum, brauche ich definitiv Sonnenschutz, wenn ich rausgehe, weil die Haut sehr dünn wird durch diese ganzen Pflegeprodukte. Und er hat gesagt, dass das Garnier Anti-Age Super UV Sonnenschutzcreme mit Hyaluronsäure, das ein 50er Lichtschutzfaktor, sehr gut ist, sogar auch von den Inhaltsstoffen. Und das ist mir sehr wichtig mittlerweile bei den Pflegeprodukten. Genau, deswegen habe ich mir die geholt. Die war nicht so leicht zu finden. Die war sehr ausverkauft tatsächlich in meiner Drogerie. Das ist ein ganz kleines Tübchen, also viel kleiner als die Verpackung. Da war ich erstmal ein bisschen schockiert, als ich das ausgepackt habe. Aber auch die habe ich schon zweimal ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr begeistert von dieser Creme bin. Die zieht nämlich ratzfatz ein. Da bleibt überhaupt nichts Weißes im Gesicht. Die verwende ich auch anstelle von Feuchtigkeitscreme, da dann nämlich auch Hyaluronsäure mit drinnen ist. Und ja, sie ist sehr feuchtigkeitsspendend, hat eben einen 50er Lichtschutzfaktor und hat mich nach zwei Anwendungen schon komplett überzeugt. Hier steht auch drauf, Schutz gegen UVB, UVA und langwelliges UVA. Es ist dermatologisch getestet, hochverträglich und parfümfrei. Also da hat Leon auch geschrieben, dass die Inhaltsstoffe halt wirklich gut sind, die da drinnen sind. Zumindest nicht so scheiße, dass man es nicht drauf machen kann. Das Licht schwankt immer mal so ein bisschen, weil ich eigentlich ein anderes Objektiv normalerweise verwende zum Filmen. Das ist aber leider auch nicht mitgekommen. Wir haben ja nicht gedacht, dass wir jetzt doch noch ein paar Wochen länger bleiben. Deswegen ist es jetzt mal ein Fotoobjektiv. Aber ich hoffe, die Qualität passt trotzdem. Leute, meine Favorite Augenpads muss natürlich auch wieder mit. Und zwar sind die von der DM Eigenmarke Balea und die sind so gut. Ich liebe die. Die sind, ich glaube, 4,95 € kosten die. Die sind teurer, aber die sind wirklich effektiv. Also die kann man auch zum Beispiel im Kühlschrank lagern. Und das sind wirklich so, ja, gegen Augenringe. Bei Schwellungen, aufpolsternder Effekt, kühlt und erfrischt. Und das kann ich definitiv bestätigen. Und da sind zwar nur, ja, 3 Päckerle drinnen. Und für den Preis finde ich es halt schon wenig. Aber die sind leider echt gut. Apropos trockene Haut, ich meine, ihr seht schon an den Produkten, dass ich wirklich irgendwie mit trockener Haut zu kämpfen habe und richtig dagegen angehen möchte. Ich habe mir jetzt nämlich auch für meine trockenen Hände eine neue Handcreme gekauft und ich bin kein Fan von Handcreme, aber die finde ich, sah richtig gut aus. Und zwar ist die von Kneipp mit Aloe Vera, die Hydro Handcreme, eine beruhigende Feuchtigkeitspflege für normale und empfindliche Haut. Und die habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Die ist sehr, ein bisschen, ich würde sagen, wirklich so eine Gelcreme.
Und die zieht wirklich richtig schön ein. Also anders als die Alverde Butter, das ist natürlich eine Butter, kann man nicht vergleichen, aber im Vergleich zieht die schön ein, hinterlässt minimal einen weichen, geschmeidigen Film und riecht fantastisch. Also das gefällt mir auch sehr gut. Eigentlich, seht ihr schon, ich habe schon einige Produkte ausprobiert und kann schon was zu sagen. Ja, nochmal zu Alverde. Ich habe mir einen Blush gekauft von Alverde, weil ich liebe Blush. Ich verwende Blush, wenn ich mich schminke, wirklich jedes Mal. Für mich ist es ein absolutes Muss im Make-up. Und ich habe mir den Puder Rouge Pretty Terra in der Farbe 03 gekauft, weil der ziemlich frühlingshaft aussah. Ich mag, wenn der Blush so ein bisschen dunkler ist tatsächlich, nicht zu hell, weil ich eher ein dunklerer Typ bin und ich finde, das ein bisschen besser passt. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber es ist ein Blush, also so viel kann jetzt alles schief gehen. Und was ich ganz toll fand und tatsächlich noch nicht im großen Mass zu Hause habe, ist, dass Garnier jetzt diese Eco-Pads hat, ja? Wiederverwendbare Pads, sanfte Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Abschminken. Und das finde ich ganz toll. Oh wow, die sind super fluffy. Okay, süß. Sie sind rosa vorne und hinten weiß. Und super weich, also extrem weich. Garnier ist ja wirklich eine meiner absoluten Lieblingsmarken und ich finde es toll, in welche Richtung die sich entwickeln. Ich achte zwar wirklich auch Schritt für Schritt immer mehr darauf, Produkte zu verwenden, die nicht an Tieren getestet wurden, die zum Großteil Naturkosmetik sind, aber auch ich bin da noch weit von entfernt, alles umzustellen in diesem Bereich. Ich ernähre mich zwar vegan, heißt aber nicht im selben Zuge, dass ich alles andere auch schon perfekt vorbildlich mache, ganz im Gegenteil. Also jeder macht so seine Schritte und jeder trägt etwas dazu bei und solange man sich bemüht und auch etwas zu ändern möchte, finde ich das ganz toll. Und das eben auch zu Garnier. Ich finde es super, in welche Richtung die sich entwickeln. Immer mehr solche Produkte rausbringen, die haben jetzt auch so eine Bio-Linie schon länger, seit ich glaube 2 Jahren, eine Naturkosmetik-Linie. Finde ich richtig cool. Cool. Das ist eine Mischung aus gut und cool, dass sich eben ja diese großen Brands auch weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Und da ist Garnier ein Vorreiter, meiner Meinung nach. Das war mein DM-Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne Videowünsche in die Kommentare. Was wollt ihr von mir sehen? Folgt mir gerne auf Instagram und abonniert meinen Kanal. Es würde mich wahnsinnig freuen. Und für mich ist es wirklich was ganz Großes, für euch nur ein kleiner Klick. Deswegen, ja, verabschiede ich mich jetzt hiermit von euch. Checkt meine 2 weiteren Videos aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!